Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und heute gibt es mal wieder ein paar News zu berichten zum Euro Truck Simulator 2 und den Iberia DLC, was ja wahrscheinlich Ende des Jahres erscheinen wird. Ja, und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, aber kommen wir doch erstmal heute zu den Bildern, was uns SCS auf der offiziellen Blogseite präsentiert. Dieses Mal geht es um die Dörfer, die wir quasi durchstreifen oder mit dem LKW langsam durchfahren werden, weil sich SCS wirklich sehr, sehr viel Mühe geben hat. Und ich muss ja wirklich gestehen, die ersten Bilder, die ich so gesehen habe, haben mich jetzt auf jeden Fall noch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Aber wenn ich das jetzt hier sehe, ja, dann kommt schon langsam so ein wenig Vorfreude auf. Und ja, wir sind natürlich gezeichnet oder besser gesagt, die spanische oder portugiesische Geschichte ist natürlich eine beeindruckende Geschichte. Und ihr seht schon, ja, kleine Kirchen, dann werden wir alte Gebäude haben, auch neue Gebäude. Und ich denke mal, wir werden auch diese Kamerasystem haben, wo wir gewisse Regionen ein wenig, ja, so wie abfilmen. Unser LKW steht da und dann geht die Kamera so leicht hin und her. Aber das wurde auf jeden Fall noch nicht bestätigt. Das werden wir ja im American Truck Simulator sehen. Aber das erste Bild sagt schon mal, ja, ein wenig Vorfreude kommen. Gehen wir mal zum zweiten Bild. Ja, ist natürlich gekennzeichnet, diese roten Dächer und dann diese weißen, ja, Fassaden und Steinmauern. Wir werden auch so einen Ton, werden wir auch wahrscheinlich transportieren. Und, ja, man merkt auch hier, ne, da geht langsam so ein bisschen der Putz ab. Hier steht ein Fahrrad rum. So eine kleine Details, also es wird immer mehr, dass SCS da kleine Details reinmacht. Was mir aber immer noch fehlt, sind, naja, die Bürger, die hier rumlaufen. Weil, ist ja ein Bürgersteig. Na okay, war nicht gut, aber wir gehen einfach mal weiter. Und das, ja, sieht schön aus. Also ich denke mal, wir werden nicht nur viele Autobahnen kriegen, sondern ganz viele Landstraßen. Nicht jedes Dorf kann, ja, abgebildet werden, ist natürlich klar. Aber kleine, verwinkelte Dörfer, wo wir einfach nur so durchfahren, wo wir vielleicht gar keine Fracht haben. Ihr kennt das ja alles, die Standardkarte, die wir von SCS haben. Ja, Berlin, Magdeburg oder Rostock, alle sehen so irgendwie gleich aus. Und hier fahren wir einfach so ein bisschen lang und ja, sehen ein kleines Dorf, ne? Finde ich echt schön, ja. So, hier ist nochmal ein kleiner Transporter, der könnte durchaus neu sein. Der Crafter ist natürlich jetzt nicht Original-Crafter, aber fällt mir jetzt gerade so auf. Und ja, hier alles so ein bisschen kaputt und hier, guck mal, dann fällt der Putz ab hier an der Fasche, ne? Also, wow. Ja, das sind Details. Das haben sie auch gesagt, dass sie jetzt immer mehr unterschiedliche Gebäude reinbringen, um das Erlebnis, ja, viel intensiver zu machen. Nicht, dass man überall die gleichen Gebäude und Städte sehen. Und oh, hier auch gekennzeichnet, da hinten eine Burg, ist natürlich klar. Auch die Mauren waren ja da, das ist so ein arabisches Volk, die haben da echt ganz schön lange da in Spanien gehaust und haben natürlich ihre Kultur dort gelassen. Guckt mal an, ja, schöne Fels vorne. Oh, das sieht richtig schön aus, ja. Auch. Also, immer mehr habe ich so Lust, nach Spanien zu fahren. Und wenn ich das hier sehe, oder Spanien, Portugal, wenn ich das hier so betrachte, sieht das schon echt schön aus. Aber wir gehen aufs erste Bild. Das ist wirklich das schönste Bild. Ich freue mich schon langsam. Und die nächsten Tage wird natürlich ein anderes DLC noch kommen. Und zwar vom American Truck Simulator Idaho. Und ja, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben. Aber für alle Euro Truck Simulator Freunde, hier geht es auf jeden Fall auch weiter. So, das soll es gewesen sein. Danke nochmal für alle, die geschrieben haben, ey, es sind wieder neue Bilder da. Ihr seid großartig und jetzt würde ich mich verabschieden und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.